Tanzen im Sitzen klingt zunächst komisch, ist aber eine gute Idee. Viele ältere Menschen können nicht mehr im Stehen tanzen, haben aber Freude an der Musik. Und Arme und Beine lassen sich ja auch im Sitzen ganz gut bewegen. Sodass man im Sitzen wie bei einer Stuhlgymnastik Bewegungsformen hat, bloß haben wir immer die schöne begleitende Musik dazu. Und Tänze im Sitzen gibt es in schwierigeren Folgen, da kann man auch mal nach einem Cha-Cha oder nach einer Rumba tanzen oder nach einer Samba, aber so wie ich das jetzt hier anbiete, sind es also Schlager nach 45 Lieder, die also der alte Mensch kennt, und da wird dann tüchtig mitgesungen. Das heißt für die älteren Menschen auch viel Erinnerung an früher, an ihre Jugend. Woher die Idee kommt, im Sitzen zu tanzen, weiß man heute nicht mehr so genau. Die Teilnehmer sind davon auf alle Fälle begeistert. Mir ist es wichtig, immer wieder mal neue Tänze auszuprobieren, aber eben fast noch wichtiger ist mir der Kontakt mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen. Welche Erfahrungen machen Sie? Wie gehen Sie mit bestimmten Situationen um? Was kann man abändern? Was kann man noch einbringen? Sitztanz eigentlich eine tolle Institution ist, eine tolle Sache, gerade für die älteren Herrschaften, die auch vielleicht in der Bewegung ein bisschen eingeschränkt sind. Und Tanzen macht Spaß, Tanzen macht Freude, man hat Gemeinschaft, es ist Bewegung und es ist einfach gesund. Etwa 2 Wochen später in Nürnberg bringt Elisabeth Flore das Gelernte an die Frau. Männer trauen sich oft nicht mitzumachen. Dafür sind die Frauen umso begeisterter dabei. Wir haben jetzt eine Bewohnerin, die seit 7 Jahren schon mittanzt. Und da ist es oft, wenn sie eine Musik hört, dann macht sie automatisch schon die Bewegung. Und die anderen lachen dann immer und sagen, oh, guck, die weiß schon. Ne? Oder viele sagen dann auch, Frau Roth, jetzt sagen Sie, wie geht's weiter? Jede Tanzstunde steht unter einem Motto. Heute ist das Thema Urlaub. Erst einmal in die Musik den Rhythmus reinhören. Dann machen die Frauen unter Anleitung Trockenübungen, um die Bewegungen zu lernen. Und dann alles zusammen. Oft gibt es Stücke, in denen Tücher, Bälle oder Klanghölzer zum Einsatz kommen. In der Tanzstunde finden die alten Menschen Geselligkeit, haben Bewegung und hören dazu ihre Musik. Warum ich hier mitmache? Erstens wegen der schönen Musik, zweitens, weil Geist und Körper beansprucht werden und drittens, weil wir hier in einer netten Runde sind. Sehr auf die Musik achten muss und dadurch aber auch immer Pausen sind, weil man erstmal die Musik hört. Und ich denke, das tut mir auch gut. Weil es einfach gut ist, Bewegung und mit anderen zusammen zu sein. Die meisten von ihnen haben schon immer getanzt. Eine war sogar Turniertänzerin. Damit lässt sich die Tanzstunde von Frau Flore selbstverständlich nicht vergleichen. Aber es ist eine gute Alternative. Und auch für die Tanzlehrerin eine schöne Erfahrung. Was mich so begeistert ist, wenn man die Bewohner sieht, wie sie auf einmal aufleben. Ich meine, oft ist es ja so, dass man das Wehwehchen oder man schimpft oder ach, jetzt ist schon wieder so. Und hier in der Stunde wird nur positiv erzählt. Also man schimpft nicht oder ist auch nicht negativ, sondern einfach, man atmet durch. Und Sie haben ja jetzt gesehen, wenn Sie dann rausgehen, oh, das war doch wieder, ne? Und hast du das gesehen? Und das ist einfach so ein Reichtum, wo man sagt, Mensch, jetzt hast du Ihnen wieder eine Stunde Positives mitgegeben. Und so werden die Damen in der nächsten Woche wieder mit Begeisterung tanzen. Im Sitzen.